Was geht ab, ein Schätzchen? Willkommen zu einer Art Pizza mit probiert, weil heute spielen wir Weed Inc. Und ich bin ganz ehrlich, ich wollte es einfach ausprobieren. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit, während niemand für mich da war, als irgendein Bekannter gestorben ist, den ich gerade nicht kenne. Aber ich bin der Typ im coolen Anzug. Das Leben ist schlecht, aber ich habe mein Gras. Alles okay. Okay, der guckt nicht so, als wenn der ganz viel Gras hätte. Schon sehr deprimiert. Geile Mucke ein bisschen. Okay. Also, jemand ist gestorben. So viel wissen wir schon mal zur Geschichte. Oh, jetzt geht ab, Alter. Willkommen zu Hause, Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich den die ganze Zeit jetzt wirklich so voll bekifft vorlesen kann. Ich wünschte, die Umstände wären anders, aber Papa ist fort und daran können wir nichts ändern. Immerhin musst du jetzt nicht mehr mit diesen beschränkten Würstchen da rumschlagen. What the fuck? Achso, BWL, lol. Okay, bedauernswerter Wahnsinnslehrer. Okay, ich weiß, du solltest selber schon, aber es ist besser, was zu machen, als nur was darüber zu lernen. Was soll das heißen? Einer hat eine Geschäftsidee. Es geht darum, eine Menge Gras zu rauchen. Ich würde doch ganz kurz sagen, dass das von einem deutschen Entwickler ist, ja? Tausch das Verb aus, dann hast du es. Komm, ich will dir was zeigen. Okay. Betritt den Anbauraum im Haus deiner Familie. Jo, der sieht ja auf jeden Fall schon mal höchst professionell aus. Wusste Papa von der Sache? Das war eine gute Alternative zu Opioiden und Benzodiazepinen. Mein Gott, ey. Genau, wir sind eher darüber imposiert. Was glaubst du, sind Benzodiazepine? Alter, ohne Spaß, ey. Der Scheiß ist übel. Für eine kurze Zeit ist der Zeugnis doch unheimlich schnell abhängig. Dagegen war Gras ein echter Segen. Es hat ihm den Schmerzen und der Chemo geholfen. Es war am günstigsten, selbst anzubauen. Okay. Komm schon. Mit deinem Talent fürs Geschäft und meinem für zwielichtige Angelegenheiten können wir einen Grasmarkt in der Stadt übernehmen. Ich wollte gerade eine neue Charger anbauen. Komm, ich zeig dir, wie das geht, wenn du willst. Dass uns das Licht abgedreht wird, müssen wir eine Menge. Wenn du nicht willst, dass uns das Licht abgedreht wird, müssen wir eine Menge Gras anbauen. Okay, jetzt, Alter, ohne Spaß, wir sollten vielleicht mal, eine normale Lampe kaufen, ne? Die kostet 100. Ich hab 3000, okay. Check. Licht haben wir. So, da Reggie. Kann ich hier ändern? Achso, es gibt keine eigenen anderen Sorten, okay. So. Anbau starten. Manipulieren. Achso, und dann wird gewässert. Okay, dann machen wir das da auch. Sorte wählen. Ja, okay, das habe ich jetzt gerade noch nicht. Kann ich also nicht ändern. Auch Anbau starten. Wunderbar. So, wir schauen mal kurz die Zeit. Da, wässern. Es ist so ein richtiges. Ich sag mal mehr oder weniger schädiges. Wow, okay, krass. Nice. Das ist ein richtig schädiges Wirtschaftsspiel, so wie das, What's the Sexy Empire damals war. Jawohl, Alter. War hier die harte Gönnung oder was? So, so. Wie mache ich das jetzt? Perfekt. Junge, Alter, bitte den voller Megabusch. Wir haben uns jetzt richtig hier. Oh, die Zeit hat sich. Okay, anbauen.
Ich würde sagen, dann packen wir da auch noch was rein, ne? Ah, okay, das ist wahrscheinlich dann gleich, bis wohin der fertig ist. Da, Moment, jetzt hier, stopp. Mal wäschern. Gönnen wir uns die auf jeden Fall mal. Wachstum ist wichtig. Wow, 10. 10 ist nicht so viel, ne? Du bist mit 24 weise geworden, hast du einen halben Abschluss im Duell in der Tasche. Während du so über dein Leben nachdenkst, fragst du dich, ob das Licht, das du siehst, das Ende des Tunnels ist. Oder Clyde, der mit deinem Handy rumspielt. Clydes Pläne sind zwar illegal, aber sie werfen Geld ab und tun niemandem weh. Ich meine, das wären schon geile 10 Dollar, Junge. Okay. Nee, dann mal los, ja? Okay, machen wir mal. Keine Sorge, ich habe mit meinen Jungs am Markt gesprochen. Da ist es sicher. Sie werden dir keine Probleme machen. Wenn wir etwas Gras verkauft bekommen, können wir ein richtiges Geschäft aufziehen. Okay. Machen wir auf jeden Fall nochmal den hier und den hier. Richte einen Platz auf dem Marktplatz ein. Nach Flint gehen. Und damit gehen wir jetzt hier hin. Einrichten. Okay. Wenn du willst du diesen öffentlichen Ort für 500 einrichten, du kannst mit einem Dealer Platz illegal Gras verkaufen, der den Tänze, sofern das Gesetz es zulässt. Klar, machen wir. Hoppala. Wie kann ich denn 150 Gramm Gras verkaufen, wenn ich vorhin nur 100 Gramm geerntet habe? Ah, okay. Da könnten wir noch einen Charger abliefern und mit dem Verkauf beginnen. Okay, jetzt habe ich darauf nicht geachtet gerade. Ich kann auf jeden Fall mal ganz kurz. Nee, nicht Raum zuweisen. Da. Haben wir Raum nochmal kurz betreten? Ich kann mal ganz kurz hier einfach mal. Alle nochmal. So, schön. So. Ich will. Okay, da können wir den Preis bestimmen. Ja gut, dann bleiben wir erstmal dabei. So. Was können wir hier noch anklicken? Wie läuft das? 800, ja. Okay. Ich muss das super lange halten. Die Polizei könnte kommen. So, wir haben jetzt immer noch die genau, 150 Gramm, ne? Ja, aber das war die Problematik, dass ich ja quasi gar nicht genug habe. So. Ja, stimmt. Ich will auf jeden Fall mal machen hier. Richtig schön. Komm schon. Jawohl. Hey. Mitnehmen. Dankeschön. So. Geil. Achso, gewöhnliche Leute sind auch da. Ich verstehe. Und immer sobald ich was hab, kommt das automatisch. Yo. Die ganzen Obdachlosen zocken sich halt richtig geil mein Weed. So muss das. Dealer kein Deal. Geil. 250 erstmal, diesmal. Was als verzweifelter Traum anfängen? Okay. Lemon Haze. Super Lemon Haze. SHAs, okay, eine Zitrone, ein Schuh, das weiß ich auch noch nicht. Achso, das ist Erregung, Zufriedenheit und Antidepressiv. Ich verstehe.
Gute Arbeit, es läuft. Aber dann will ich mich noch nicht zufrieden geben. Das ist Bums. Hier verkauft. Warte. Er verkauft ja schon so lange Gras, er gepackt ist im Inventar. Kann uns helfen, uns weiterzuentwickeln. Okay. Legendärer Dealer, Alter, Junge. Das sieht nicht so aus, als wenn er ein legendärer Dealer wäre. Where? Ich sehe nur, dass er Dalos Gamerbrille trägt. Jetzt die Frage, ob Dalo uns irgendwas erzählen muss an dieser Stelle, bin ich mir nicht so sicher. Was geht, Leute? Euer Produkt ist nicht übel. Ihr müsst es dem Kunden richtig. Ihr müsst es zu den richtigen Leuten bringen. Ich kann euch zeigen, wie ihr eure Kunden besser versteht. Zeig's mir mal, wa? Doch, macht los auf dem Maxim mit eurem Reggie vielleicht ganz zufrieden, aber Sportler sind da schon etwas anspruchsvoller. Ihr müsst ihnen ein bisschen Auswahl bieten. Demografie, Angebot und Nachfrage, das verstehe ich. Leider kann ich im Moment nur Reggie anbauen. Tja, so ist das. Meine, ihr seid ja echt Amateure. Hier habt ihr ein paar Super Lem Haze Samen. Also los, da mache ich mal. Macht euch mal an die Arbeit. Es gibt da eine Strandliege in der Karibik, die auf mich wartet. Okay. Hoppala. Erweitern Sie Ihren Anbauraum. Aber das ist ja quasi gar nicht so schlecht. Ah, jetzt habe ich den Raum erweitert. Okay, Anbauraum betreten wieder. So. Sorte wählen, Medium wählen, Anbau starten. So, Jungs. Holy moly. Ich frage mich ja, wie das ist, wenn du nachher 10 Stück hast, aber ich glaube, dass du im Prinzip, wie in so vielen solchen Ink-Spielen, einfach auch gar nichts drücken könntest. Und irgendwann wird es einfach so fertig. Das könnte man hier bestimmt auch machen. Aber... Ich brauche eigentlich nicht voll die geile hier Anlage, um Gras anzubauen. Ich habe mal gehört, in Holland zum Beispiel sollen während der Wintermonate, nicht in Holland, oder in Holland doch, bin ich mir ganz so sicher. Wobei, es müsste eigentlich dann in Deutschland sein. Wenn man ganz ehrlich ist. So, jetzt haben wir alles. Ich würde mal sagen, Zeit die Ante einzufahren. Verkaufe als Sportler für mindestens 18. Okay. Moin. So. Ah, okay. Dafür brauche ich wahrscheinlich einen zweiten Platz, oder? Damit ich da die Schale reinschütten kann. So. Du wolltest das machen? Kunden möchten ein Produkt kaufen. Jo, ist doch nice. Okay, ja. Nee, vergiss es. Vergiss es. Jo. Würde sich aber die 120 Gramm Reggie direkt oder wird? Nice, wie viel habe ich denn noch? Ah, da unten steht's. Verkaufe 50 Gramm Super Lemon Haze an Sportler für mindestens. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt ist es alles gut. Super Lemon Haze. So. Geil. So, das war's. Aber komm auf 7500. Ist halt schon schwer, wa? Weil, das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall. Ja. So. Zumindest das schon mal wieder nur anbauen. Während ich jetzt halt hier kurz mein letztes Gras verticke. So, und jetzt muss ich das auf jeden Fall nochmal machen. Einfach weil ich ja sonst gar nichts anderes habe.
So, weil jeder weiß, mit einer Schere ist alles besser. Ja, wunderbar. Immer richtig geil abschneiden. Na, ist schon was Feines hier, die ganze Zeit in seinem Keller zu sitzen. Weit weg vom Tageslicht. Einfach ein bisschen Gras anbauen. Das kann schon, ja. Jawohl. So, können wir auf jeden Fall direkt wieder reinstecken. Ganz wichtig, ja. Die wollen auch direkt geilen Stuff haben. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall 120. Wo haben die ganzen Obdachlosen die ganze Kohle her, Junge? So, damit nähern wir uns den 7,5. Komm schon. So, 114 Gramm Super Lemon Haze haben wir noch. Schon eine gute Mucke dabei. Aber die 600 nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber es hält meine Nase zu, Alter. Ist bestimmt diese für Allergetiker? Ne, Allergiker. Allergetiker. So, und dann gönnen wir uns auf jeden Fall. Da, nochmal eine schöne Charge. So. Können wir mit den 6? Ne, ja, scheiße, da gibt nur noch die 100. Ab dafür. Ja, mal schnell. Richtig schön. Hoppala. Ah, okay, das sind die Gesellschaftsgruppen. So. Schön nochmal zurechtschneiden, damit die in die Breite gehen oder so und damit da quasi mehr Blätter dran sind. Jawohl. Wundertoll. Geil. So muss es doch aussehen. So. Und jetzt. Hier haben wir es. Puff, Hilfe ist unterwegs. Du dachtest, das Geschäft zu machen, das hieß, andere bei der Arbeit zu überwachen. Stattdessen musst du den Arsch aufreißen. Mann, so hattest du dir das nicht gedacht. Immerhin ist es schön, die Früchte in der Arbeit zu sehen. Auch wenn sie illegal ist. Ja, sicher. Ist doch voll nice. Northern Lights. Ja, kaufen wir für 5k, würde ich mal sagen. Ja. Oh, Grand Daddy Purple. Abdriften. Schmerzlindernd. Entspannter Körper. Ich sage es zu irgendwann, wir haben Probleme. Sean's Bunch treibt sich in dieser Stadt, treibt sich in der und um die Stadt herum. Ah, sie könnten auf der Idee kommen, in unserem Gebiet verkaufen zu wollen. Ihr Zeug ist deutlich besser als eures. Genau. Können wir sie abklären oder so? Ja, ein paar Schläger. Ja, mit der Ruhe ist gar fest. Wenn du bei sowas nicht aufpasst, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Und wieso sollt ihr eure Feinde machen, wenn ihr sie auch zu enttäuschten Verlierern machen könnt? Was sollen wir tun? Ihr werdet nichts verkaufen, wenn diese Typen direkt neben euch stehen und besseres Zeug am Moment haben. Ihr müsst zumindest auf eine ungewöhnliche Qualität kommen. Das sollte helfen. Wie verbessere ich die Quali? Dafür braucht ihr mehr Nährstoffdünger. Die Qualität hängt vor allem von den Nährstoffen im Boden ab. Das richtige Mulch aus Stickstoff, Phosphat und Kalium. Ich weiß noch, dass ich bei Super Lemon Haze immer 7 Teile Stickstoff und einen Teil Phosphat genommen habe, aber die Kaliummenge habe ich nie richtig hinbekommen. Probier am besten ein wenig herum und schau, was funktioniert.
Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt die richtige Nährstoffversorgung. Da. Sieben Teile Stickstoff und ein Teil Phosphor. Sieben Teile Stickstoff. Ein Teil Phosphor. Ja. Was steht die Kaliumversorgung so ein, dass du 50 Gramm ungewöhnliches Super Lemon Haze hast? Alter, voll die Zungenbrecher. So, machen wir auf jeden Fall hier nochmal schön die Gönnung, wa? Optimale Bedingungen untersuchen. Das wissen wir aber noch nicht. Okay. Er macht ja nichts. Dann können wir da auf jeden Fall richtig geil hier. Erstmal rudimentär am Anfang die ganze Zeit hier abbewässern. So, ich weiß nicht, ob das schon reicht, um auf ungewöhnlich zu kommen. Beim Super Lem Haze. Auf jeden Fall weiß ich, dass hier beim Reggie der Scheiß noch nicht so geil ist. Aber. Immer noch armselig, Kolliver. Hoppala. Der hilft nur SPK. Stickstoff und Kalium, oder? Ganz genau. Siebte, Alter, aber die Kalium habe ich nie. Ne, das war's. Okay. Tja, wie finde ich das raus? Also da habe ich einfach generell nicht genug Forschung für. Okay, pass auf, dann machen wir. Der kriegt den. Der kriegt auch einen. Und der kriegt drei. So, dann können wir auf jeden Fall. Kunden möchten mein Produkt kaufen. Ja, ist doch easy. Gar kein Problem. Wenn Kunden gerade wollen. Dann sollen sie es bekommen. Kann ich da noch verkaufen? Ne, gar nichts gerade. Okay, schön den Anbauraum betreten. So. Müsste auf jeden Fall mal ganz kurz richtig. Ja, hier, das sieht doch gut aus schon mal. Sehr gut. Wunderbärchen. Schnell noch hier andingsen. Also damit meine ich wieder zurechtschneiden. So, und dann versuchen wir auf jeden Fall jetzt auf unsere Top-Qualität zu kommen. Ich meine, die anderen hier, das Reggie können wir ja mitnehmen. Aber wenn die Pedder uns das weiterhin abkaufen, das ist ja echt okay für uns. Da, also hier die Dreiermische ist nicht so geil. Das hier ist echt okay. Jawohl. Sehr gut. Also das ist fein, aber hier. Ja. Ja. Das für alle verwenden. So, verkaufe 100 für ungewöhnlicher Qualität. Das kriege ich auf jeden Fall safe hin. Ah, okay, krass. Krebspatienten auch noch. Holy moly, Alter. Das ist schon, finde ich schon krass, dann auf jeden Fall. So. Gönnt euch auf jeden Fall mal.
machen wir ja auch definitiv, das würde ich sagen, noch leer. Ja, ich weiß, Kunden möchten mein Produkt kaufen, also ich komme gar nicht so schnell hinterher verkaufen, wie Leute hier von mir buyen wollen. Oder? So, in meinem Lager. Ja, ist schon wieder gut was weg. Die kaufen auch immer direkt Mengen, Alter. Okay, jetzt vielleicht noch? Jawohl. Gute Arbeit. Die Marketing und Logistik waren gut. Jetzt der Name, was? Jetzt das Produkt auf demselben Niveau. Du machst langsam den Namen, ob das was Gutes ist? Bestimmt, oder? Normale Erde. Ja, wir räumen hier auf jeden Fall auf. Ist soweit. Schau, unsere Jungs sind hier. Ich habe gehört, die haben den Marktplatz ziemlich fest im Griff. Zum Glück haben wir uns vorbereitet. Wo ist das Gras, das Kleid dir gezeigt hat? Es ist gut, aber bei lästigen Konkurrenten loszuwerden, reicht ein gutes Produkt dann oft nicht aus. Bei einfachen Dealer klappt das vielleicht, aber schauen könnte sich ein Geschäft aus. Zu unserem Glück gilt das auch für dich. Da hast du recht, Kleiner. Also hör zu, es gibt verschiedene Wege, sich um die Konkurrenz zu kümmern. Der erste ist es, das Produkt in den Augen deines Kunden aufzunehmen. Verkaufe es billiger, verkaufe die Qualität, du weißt schon. Alles klar, Produkt, verstehe ich. Hast du da was über Diversität gelernt? Ganz richtig, die Leute werden lieber bei dir als beim Konkurrenten kaufen, wenn du ihnen an einem Ort eine große Auswahl an Sorten bietest. Zusätzliche Vertriebskanäle und der Anbau mehrerer Chargen helfen ebenfalls. Jeder deiner Verkäufe schadet der Konkurrenz. Und schon ist nicht gerade der Hellste. Ich habe vollstes Vertrauen in dich, Jungs. In euch, Jungs. Und in euer Gras. So, dann gucken wir mal auf jeden Fall. Demnächst würde ich sagen, wie wir damit klarkommen. Ja. Ich hoffe, ein kleiner, quasi ungeschnittener Eindruck in die Welt des Grases hat euch gefallen. Ist ein sehr rudimentäres Spiel. Ist mir durchaus bewusst, deswegen war es auch nur eine Probiert-Folge und so weiter. Wenn es euch aber überdurchschnittlich viel und gut gefallen haben sollte, werde ich noch eine zweite Folge machen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet auch so wie ich einen kleinen Einblick in einen rudimentären Wirtschaftssimulator auf Grasbasis. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.